Arne Schneider und Moritz Breuer müssen jetzt einer Spendensammlerin zur Hilfe eilen. Der Kollege der Melderin ist plötzlich mit Samtauto und Spendendose verschwunden. Sie sind die Frau Thiel, nehme ich an. Ja, genau, Thiel. Guten Tag, Schneider, mein Name. Ja. Wir gehen mal ein Stückchen hier rüber. Warte mal, bis der Kollege kommt, dann brauchen Sie nicht alles zweimal erklären. Okay, ja. Und zwar folgendes: Wir haben Spenden gesammelt. Ja. Und ich vermisse meinen Kollegen. Ach so. Wir sind von einer Wohltätigervereinigung von Köln. Und wir haben Spenden gesammelt für Kinder. Ja. Und wir hatten eine Summe von 250 Euro. Und jetzt vermisse ich meinen Kollegen und ich weiß nicht, wo der ist. Wer ist denn Ihr Kollege? Sascha Janssen. Ja. Und der, wie alt ist er? Wir waren mit einem blauen Auto unterwegs, 30 circa. Ein blauer Honda, wurde uns gemeldet, ne? Honda, genau. Ich habe auch den Kollegen das schon gesagt. 30. Kölner Kennzeichen X. Ja. XXXX2843, genau. Ja, genau. Okay, also der kann nicht weggefahren sein, Ihr Kollege, oder? Nee, ich bin nur ganz kurz mir was zu essen holen gegangen und dann kam ich wieder und das Auto war weg. Jetzt steht da ein ganz anderes Auto. Haben Sie eine Telefonnummer von dem, wo das anrufen können oder was? Nee, ich habe mein Handy dabei. Ja, ich bin auch jetzt im Beschreiben Sie einmal den Kollegen. Zwar der ist ungefähr so Ihre Größe, dunkelhaarig. Ja. Wie alt? Ja, so 30. Hat der auch so eine auffällige Jacke an wie Sie? Oh, warten Sie mal, ich habe eine SMS bekommen. Ja? Oh, gucken Sie mal, Hilfe, was ist das denn? Hilf. Das hört sich komisch an. Ist sie denn auf jeden Fall von dem Kollegen? Der heißt Sascha, oder was? Ja, das Sascha. Ist mein Kollege, mit dem ich unterwegs bin. Okay. Ja, versuchen Sie doch mal anzurufen. Wo haben Sie gesagt, wie war das Auto geparkt, oder was? Ja, da, wo der rote jetzt steht. Ich würde sagen, steigen Sie mal ein, wir parken mal unser Auto, sonst halten wir den ganzen Verkehr auf und gucken mal da vorne, vielleicht finden wir da ja Anhaltspunkte, ja? Ja. Sie rufen da mal an, kommen Sie mal mit. Okay. Sie sammeln mit so einer Box, oder was? Nicht erreichbar. Beim Umparken des Polizeiautos fällt der Melderin plötzlich ein Mann auf, der die gleiche Jacke trägt wie ihr vermisster Kollege. Die Beamten stellen ihn sofort zur Rede. Guten Tag, Breuer, Polizei Köln. Sascha Janssen steht auch drauf, aber Sie sind erkennbar nicht der Herr Janssen. Sind Sie gerade mitten im Spendengespräch? Ich würde das ganz kurz einmal unterbrechen. Sie können einmal kurz reingehen. Wir müssen einmal kurz mit den Herrn sprechen. Wir gucken gleich auf Sie zu. Also, alles klar. Wie ist Ihr Name? Janssen, wir sollten mich auch Sascha nennen. Ja, Arne Schneider. Das ist aber ein ganz anderes Bild da drauf. Haben Sie einen Ausweis? Das ist ein altes Bild. Ja, haben Sie einen Ausweis dabei? Wollen Sie denn die Jacke her? Das ist meine Arbeitsjacke. Das ist Ihre Arbeitsjacke. Ist mein Kollege. Gut, ganz ehrlich, ich sehe es ja auf Anhieb, das sind nicht Sie auf dem Foto. Das ist ein Haben Sie einen Personalausweis, irgendein Dokument, das Sie legitimiert? Nein, leider nicht. Dann schaue ich einmal nach. Ich würde einmal nachschauen. Ja? Stellen Sie Sachen mal bitte, oder geben Sie mir die mal kurz. Ja, der Kollege, stellen Sie sich mal um an die Wand. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Beine auseinander. Okay, wie kommen Sie an die Jacke? Das ist meine. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände in der Tasche? Nein, ich habe keine spitzen Gegenstände. Was haben Sie so in den Hosentaschen? Schlüssel, Handy. Brieftasche wo? Rechte Hosentasche. Hinten? Vorne. Wofür sammeln Sie? Für zweimal? Rechts, vorne, rechts? Eingetragener Verein. Gut, hier haben wir zumindest ein Portemonnaie, ansonsten ist hier nichts mehr. So, okay, kommen Sie mal rüber und verhalten sich ruhig. So, letzte Chance zu sagen, wer Sie sind. Wir finden Sie ja gleich hier raus. Frank ist mein Name. Frank. Und wie kommen Sie an die Jacke von Herrn Janssen? Ja, nicht was, ne? Wo ist der Mike? Wo haben Sie die gefunden? Lag da vorne. Gut, und da haben Sie sich verpflichtet gefühlt, einfach mal... Ich würde die Arbeit zu Ende machen. Ja, das ist sehr löblich, aber... Sie würden die Arbeit zu Ende machen oder das Geld einstecken? Nein, das ist doch verplombt. Das geht doch gar nicht. Ja, gut, eine Plombe kriegt man ja auch, würde ich sagen, oder? Ja, ich weiß nicht, ich hätte das abgegeben dann auch wieder. Also, Herr Hahn, es ist ja jetzt wirklich schon ein bisschen komisch, dass Sie mit der Jacke rumlaufen, behaupten, Sie wären der Herr Janssen. Ja, ganz überrascht tun, dass wir an Ihnen das nicht glauben und, sag ich mal, die Jacke anhaben, die Sie hier zufällig gefunden haben und hier Geld eintreiben mit Sachen, Unterlagen von der jungen Dame und die kennt Sie gar nicht. Also irgendwie ist es jetzt schon ein bisschen suspekt. Ja, ich bin arbeitslos und wollte halt was Gutes tun. Wissen Sie denn, wo Sie die Sachen abgeben müssen, das Geld? Das kann man recherchieren, oder? Kann man recherchieren, okay. Gut, jetzt reden Sie doch nicht so wirklich. Unfug. Also ganz ehrlich, das glaubt Ihnen auch kein Mensch, dass Sie jetzt einfach die Jacke... Aber diese Spendenaktion ist angemeldet worden und ich finde das eine ganz tolle Sache, dass man sich um Kinder kümmert in Krisengebieten. Ja, selbstverständlich. Und da verstehe ich das nicht, dass da jetzt so... Nein, da haben Sie was falsch verstanden. Also um Gottes Willen, wir stellen die Aktion hier überhaupt nicht in Frage, dass die Sinn und Zweck hat und berechtigt ist.
Das ist außen vor. Nun geht es darum, dass der Herr ganz erkennbar nicht der Herr Jansen ist. Und für uns ist jetzt wichtig, wie der Herr an die Jacke von Herrn Jansen gekommen ist und wo Herr Jansen ist. Wir waren gerade vorne an der Wohnungstür bei Frau Franz, den Sachverhalt mit dem Herrn Hahn klären, als wir plötzlich aus der Wohnung ein Geräusch vernommen haben, dass da eine weitere Person mit dem Spiel stand. Da haben wir natürlich nicht mit gerechnet. Sie sind allein zu Hause, ja, normalerweise? Ich bin allein zu Hause, verstehe das gar nicht. Okay. Guten Tag. Stehen geblieben, hey! Ruhig, ruhig. Bleiben noch stehen. Die Freunde von der Schmierhilde. Ganz ruhig, kein Wort. Schlecht. Sie bleiben da vorne stehen. Ja, Sie laufen nicht weg. Gut. Was machen Sie hier? Wie sieht es denn aus? Einbrechen. Ich wollte es nur mal hören von Ihnen. Wie sind Sie hier reingekommen? Hinten aber die Balkon. Wo ist das Portemonnaie? Gesäßtasche? Gesäßtasche. Sie haben Sie sonst irgendwas Spitzes in den Taschen? Ja, der war vor Wochen da und hat mir ein Sicherheitsschloss angebracht. Wo hat er das angebracht? Hier an der Terrassentür. Ja, hier ist es jetzt nett. Und da war er ganz, ganz nett und hilfsbereit, hat mir hier noch die Möbel verrückt, ja, alles. Okay. Ne? Gut, das ist mir ein bisschen zu groß. Lassen Sie mal hinsetzen. Das ist doch so ein netter junger Mann. Ja, gut, jetzt wissen wir mal hinsetzen. Angezogen, ihr zwei, jetzt wissen, ja, super. Jetzt wissen Sie ja auch, warum er so nett war. Ne? Der hat das Sicherheitsschloss hier angebracht. Ist das Ihr Geld oder was, was hier liegt? Ja, dummerweise habe ich ihm das gesagt, dass ich so viel... Sie haben ihm gesagt, wo sein Geld ist, Ihr Geld ist oder was? Ja, das ist natürlich gutgläubig, wir hatten Kaffee getrunken, ja, Kuchen gegessen und dann kam ein Wort das andere und dann ist das so aus mir rausgerutscht. Okay, gut. Frau Franz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen abgekatertes Spiel ist. Ich würde mal, wollen wir mal den anderen ein bisschen hierher holen, nicht, dass er uns stiften geht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden so... unter einer Decke stecken. So, kommen Sie mal rüber. Wie war Ihr Name? Dass Sie vorne sind und er hinten rein kann. Ne? Ja. Hahn, den haben wir jetzt schon mal hier. Warum machst du denn sowas? So, gut. Also, wollen wir uns jetzt mal erzählen, was hier überhaupt Sache ist? Ich weiß nicht, was der Herr Sie hier kennen sich nicht. Du Lötschkopf, ich glaube, du hältst sie nämlich alle. Du hältst die ganze Scheiße vor Ihnen klar. Sie bleiben da vorne. Wenn Sie sich aufregen oder handgreiflich werden, haben Sie auch Nachbarn. Haben wir uns verstanden? Ich schon nicht alleine in der Bau, ja? Ruhig, Sie haben nur jetzt hinten schon anfassen, dann fahren Sie runter. Okay, gut, aber Sie können gerne weitererzählen, wenn Sie schon mal aussagen wollen. Können Sie gerne machen. Also, Sie gehören anscheinend zusammen, ja? Habe ich so das Gefühl. Ich habe nichts zu sagen. So, jetzt sagen Sie mal, Sie stecken sowieso schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Schwebt Herr Jansen irgendwie in Gefahr? Wo ist Herr Jansen? Wie sind Sie an die Jacke gekommen? Ich hole mal Verstärkung. Ja. Sagen Sie doch mal was. Arnold Film, 1993. Sie haben keine Ahnung. Da steht das Auto! Da steht das Auto. Das ist das Auto, was so hinter vorne gestanden hat. Okay. Wir schauen sofort. Wir müssen einmal kurz um die Person uns kümmern, dann schauen wir um das Auto. Es besteht akute Fluchtgefahr. Deswegen nehmen die Beamten zunächst die Männer fest, bevor sie das Auto der Spendensammler in Augenschein nehmen. Ein Blick ins Innere des Fahrzeugs reicht, um die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Oh, hier liegt jemand drin. Ja? Mach mal auf. Mach mal schnell auf. Ist auf. Hallo? Wie heißt? Hallo? Hallo? Hallo, Stefan? Stefan hieß er, ne? Sascha. 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 Hallo? Sascha. Hallo? Sascha? Sascha. Die Polizei ist hier. Verstehst du uns? Auf dem RTW. Kommst du rüber? Arnold Film 1923. Ja, wir haben den gesuchten blauen Honda gefunden mit dem Fahrer dazu. Der Fahrer ist schwer verletzt. Wir bräuchten ganz dringend einen Rettungswagen zur Einsatzörtlichkeit. Okay, vermisste Person Sascha Herrmann habt ihr gefunden. Nahbereichsfahndung nehme ich raus nach dem Wagen und den RTW schicke ich euch schnellstmöglich. Ja, verstanden. Ist der ansprechbar oder was? Herr Jansen, können Sie mich verstehen? Seite. Trauen Sie sich zu, sich aufzurichten, Herr Jansen. Das gucken wir mal. Kriegen Sie das wohl hin? Die Spendenaktion war lange vorher in der Presse angekündigt worden. Die Gunst der Stunde wollten die beiden Betrüger nutzen, um die ältere Dame um ihr gesamtes Erspartes zu bringen. Der RTW, der ist jetzt da, allerdings findet er nicht die Einsatzörtlichkeit nicht. Der steht vorne an der Straße. Könnt ihr den irgendwie in Empfang nehmen? Ja, ich gehe hin und lots ihn her. Ich gehe ihm nach vorne, okay? Ja, alles klar. Die beiden Männer müssen sich wegen versuchten schweren Raubes vor Gericht verantworten.